Hallo Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar eine Knockout-Kollektion bei uns im Kiosk hier durch Zufall gesehen. Wusste gar nicht, dass es die auf Deutsch gibt, hätte ich das auf Englisch immer gesehen. Eine Knockout-Kollektion für einen Zehner habe ich die bekommen. Ja, 9,99 € da unten steht. Was ist drinne? Drei coole Pokémon, ein fantastisches Set. Und zwar eine holographische Karte mit Galar Lashoking, eine holographische Karte mit Galar Barrikadax, eine holographische Karte mit Katapuldra. Zwei Stickerbögen und zwei Boosterpacks des Pokémon-Sammelkartenspiels sowie eine Codekarte. Und das Ganze für 10 Euro. Ich finde, da kann man nicht meckern. Kann man, glaube ich, auch nicht viel falsch machen. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal auf jetzt und gucken rein, wie diese holographischen Karten aussehen, was für Booster drin sind. Die Stickerbögen, auch hier. Ach, ist ja süß hier. Galar Barrikadax, Katapultra und Galar Lashoking als Miniaturkarte als Sticker. Und hier haben wir auch nochmal Barrikadax, Katapultra und Lashoking. So nur als Sticker quasi. Dann haben wir hier, das ist leer, genau. Die Packung mit den Promos, gucken wir uns gleich an. Dann haben wir Fusionsangriff und strahlende Sterne. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Karten hier an. Die Promokarten bzw. Holo-Karten. Ja, nicht zwangsweise auch Promos. Na, jetzt will das nicht aufgehen hier. Ah, doch hier. Es ist ja eher so, dass das einfach nur holographische Karten sind. So, die Codekarte geht auf die Seite. Dann gucken wir uns die an. Wir haben hier einen Galar Lashoking. Dann haben wir einen Galar Barrikadax. Und schließlich das Katapultra. Ja. Sehr cool, alles drei Holo-Karten hier aus normalen Sets, aus Fusionsangriff und ich glaube, schaurige Herrscher sind die. Jo. Und ich würde sagen, wir starten, ja, wir machen mit Fusionsangriff, fangen wir an und gucken, was da so drin ist. First Pack Magic. Fusionsangriff, was gönnt uns dieses Booster Pack hier? Und wir nehmen die Codekarte auf die Seite. 1, 2, 3 und 4 Karten nach vorne. Und ich sage Finsternis. Na, Stahl. Dann hätten wir ein Stalobor. Dann Richter. Akku. Snomnom. Ein Relaxo. Sehr geil. Paragoni. Kanimani. Unratütox. Dann haben wir ein Skoppel auf dem Reverse-Slot. Und, na, ein Viscogon, eine normale Rare-Karte bei Fusionsangriff. Schade, Schokolade. Aber vielleicht hat der strahlende Sterne mit dem Arceus hier uns mehr zu bieten. Direkt nach dem First Pack Magic jetzt auch schon das Last Pack Magic. Ja, die zwei Booster sind ja nicht drin in dieser Knockout-Kollektion. Die Codekarte geht auf die Seite. 2, 3 und 4 Karten. Und ich sage Psycho. Elektro. Schade. Man kann nicht immer gewinnen. Krebutak. Magmabecken. Capoeira. Slimer. Owei. Porenta. Zwirlicht. Petsnief. Ein Luxtra auf dem Reverse-Slot hier. Ne? Rare, eine Reverse Rare. Und die letzte Karte ist ein Zwirrfinst, immerhin eine Holo Rare. Guck einer an, das obwohl die Codekarte weiß war. Wundert mich ein bisschen, weil ich dachte eigentlich immer, dass so ein Hit, was ja eine Holo Rare als Hit zählt, nur bei der schwarzen Codekarte ist. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Wir haben zwei Rare-Karten sogar, eine Holo Rare und eine Reverse Rare. Ja. Aber nichtsdestotrotz hatte ich gehofft, vielleicht einen etwas größeren Hit zu landen. Aber gut, was will man machen? Trotz allem drei coole Holo-Karten hier in dieser Knockout-Kollektion. Die Stickerbögen, ich finde gerade dieses Sticker hier mit den Karten drauf, finde ich ja mega geil. Das gefällt mir richtig gut. Diese Miniaturform dieser Karten, sag ich mal, ist ungefähr die Hälfte etwa. Ja. Also etwa so zwei Karten sind etwa, ja, ist ein bisschen kleiner noch als die Hälfte. Halb so groß die Karte. Cool. Ja. Ja, die Knockout-Kollektion. Kurz und schmerzlos. Zwei Booster-Packs, drei Holo-Karten, zwei Stickerbögen. Das Ganze für einen Zehner etwa. Finde ich kommen lassen. Hits können ein bisschen besser sein, aber das ist ja immer Glückssache.
Was hattet ihr denn für Hits drin? Habt ihr euch auch eine Knockout-Kollektion gekauft? Was hattet ihr für Hits, wie gesagt, drin? Würde mich mal interessieren. Und auch sonst alles, was euch zum Thema Pokémon einfällt, gerne reinhauen in die Kommentare. Kanal abonnieren ist auch immer cool. Video und Daumen nach oben, da lasst natürlich auch gerne gesehen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne Daumen nach unten, dann aber einen Kommentar verfassen, warum es euch nicht gefallen hat, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal anders machen kann. Dann sage ich wie immer danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.